Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic, die Welt der Verurteilten. So, ja. Wir möchten hier raus. Hallo, ich tu nix, ich bin harmlos. Und möchte hier draußen nach Schwammerl suchen. Da hätten wir auch ein paar Scavenger. Ich weiß nicht, ob das Junge sind oder nicht. Auf jeden Fall, hier sind tatsächlich Pilze. Sklavenbrot und Höllenpilze. Das passt ganz gut. Vorne hätten wir Mole Rats. Noch mehr Höllenpilze. Noch mehr Höllenpilze. Sehr, sehr gut. Dann will ich auch mal probieren. Ich glaube, das sind noch kleine. Ob wir die besiegen können. Ich werde dazu auch gleich mal speichern. So. Speicher. Falsch. Spielstand. So. Spielstand 5. So. Speier, Speier, Speier. Passt, dann locken wir mal gleich eines her. Na? Wo ist er denn? Meine Nase juckt. Nee. So, komm nur her, du Mistviech. Ich komm schon. Oh, das ist ein großes. Tatsächlich. Oh, mach gar keinen Dämm. Okay, das darf ich noch nicht machen. Nein. Okay. Nur das, nur die Pilze einmal sammeln. Mehr soll ich nicht tun. Okay. Höllenpilz und noch ein Sklavenbrot. Jetzt müsste ich 5 Pilze haben. 6 sogar. Perfekt. Wir können jetzt das Fleischschwanzen-Ragout fertig machen. Okay, da sollte ich echt vorsichtig sein. Ja. Okay. Gut. Hey du! Ja? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Das ist kein Wunder, ich bin auch erst seit kurzem da. Dann pass gut auf dich auf. Die Welt da draußen ist ziemlich gefährlich. Nur im Lager bist du sicher. Danke. Tja. Gut, dann können wir hier zurück raufgehen. Und, Snuff sein Zeug geben. Stimmt, hier könnte ich auch hoch. Hier war, glaube ich, auch noch eine Quest, ne? Ich will alles tun, dass ich den Mut ausweichen kann. Schatten? Butler? Ich sollte hier auch mal einsteigen, aber ich kann auch nicht schleichen. Und solange ich nicht schleichen kann, ist das blöd. Oh, ein Schmied haben wir da. Butler und Uno. Servus. Wie es aussieht, beherrschst du dein Handwerk? Wie es aussieht, beherrschst du dein Handwerk? Bisher hat sich noch niemand beschwert. Aber das will ich auch keinem raten. Jeder Pisser hier braucht ein Schwert. Und das kriegen sie von mir. Okay. Wie lange brauchst du für eine Klinge? Wie lange brauchst du für eine Klinge? Kommt drauf an. Ein einfaches Schwert mache ich dir schneller, als deine müden Augen zuschauen können. Vorausgesetzt, du motivierst mich mit einer entsprechenden Bezahlung. So ein Spinner wie der Whistler muss aber meistens länger auf sein Schmuckstück warten. Wieso? Bezahlt er nicht gut? Doch, ganz im Gegenteil. Für sein letztes Schwert hat er 150 Erz locker gemacht. Irgendwie hat der Typ ein Faible für Ornamente und so ein Weiberkram. Hm? Und das hat natürlich seinen Preis. Hey, du bist ganz schön neugierig, Freundchen. Entschuldigung. Na, Schmied, wie läuft das Geschäft? Was geht dich das an? Vielleicht habe ich einen Auftrag für dich. Ach ja? Was denn? Ich überleg's mir. Komm wieder, wenn du was brauchst und geh mir nicht auf die Nerven. Entschuldigung. Ich würde mich selbst gerne mal an der Schmiede versuchen. Ich möchte Dinge fürs Schmieden kaufen. Verbesserst du auch Rüstungen? Ja? Klar, allerdings brauchst du die entsprechende Rüstung und das entsprechende Erz dafür. Oha. Okay. Zurück. Das geht also auch. Kaufen. Ich möchte Dinge fürs Schmieden kaufen. Da hat er Klingen, glühende Klinge, glühender Stahl und Rohstahl. Brauche ich dabei nicht. Ich würde mich gerne in der Schmiede versuchen. Ich würde mich selbst gerne mal in deiner Schmiede versuchen. So, so.
Aber glaub nur nicht, dass du tolle Klingen herstellen kannst. Großes Schwert kostet ein Lernpunkt. Grobes Schwert, so. Das lasse ich lieber noch. Da gibt's momentan, glaube ich, noch Wichtigeres. Hey, warte mal. Was denn? Du bist neu hier. Ich hätte was zu tun für dich. Aha. Und was? Vor einigen Tagen habe ich ein Schwert für Bladwin, einen von Gommes Gardisten, geschmiedet. Okay. Ich habe die Waffe danach so lang in meine Truhe verstaut, damit Bladwin sie am nächsten Tag abholen kann. Am nächsten Tag war das Ding auf einmal weg. Heißt also, dass irgendjemand seine Finger an meiner Truhe hatte. Sowas gibt. Hör dich mal um. Vielleicht erfährst du ja, wer da seine Finger nicht von meinen Sachen lassen konnte. An deiner Stelle würde ich beim Marktplatz anfangen. Kann gut sein, dass der Dreckskerl das Schwert schon einen Händler verkauft hat. Okay. Ich möchte Dinge für Schmieden kaufen. Versuchen? Nein. Passt. Ciao, ciao. Am Marktplatz. Okay. Am Marktplatz umschauen, das wäre vielleicht kein Problem. Das kriegen wir, glaube ich, irgendwie. Ein Grey. Guy. Hallo. Hey, du. Hallo. Hallo. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Du bist neu hier, oder? Mhm. Vor kurzem angekommen. Hast du dir schon überlegt, welchem Lager du dich anschließen willst? Nein. Was würdest du mir raten? Kommt drauf an. Jedes Lager hat seine Vorteile, denke ich. Bis du dir es überlegt hast, kannst du hier wohnen. Es ist gerade eine Hütte frei geworden. Aha. Was sind die Vorteile des alten Lagers? Wenn du den Gardisten dein Schutzgeld zahlst, hast du ein ruhiges Leben. Sie mischen sich in alle Kämpfe ein, in denen jemand angegriffen wird, den sie beschützen. Außerdem kommt man nur hier günstig an Außenweltwaren. In den anderen Lagern sind diese Sachen unbezahlbar. Und was ist, wenn zwei Leute kämpfen und beide Schutzgeld zahlen? Dann sehen sich die Gardisten das in aller Seelenruhe an. Aber wehe, wenn der eine den anderen umbringt. Dann ist er selber dran. Aha. Okay. Was sind hier wertvolle Waren? Alles, was aus der Außenwelt kommt. Brot, Käse, Schinken und vor allem Bier und Wein. Nicht der billige Reisschnaps aus dem neuen Lager, sondern richtig guter Stoff. Für Waffen bekommt man fast immer was und Rüstungen sind richtig teuer. Die Gardisten haben sich die alten Rüstungen der Aufseher unter den Nagel gerissen, nachdem sie sie alle umgebracht hatten. Diese Rüstungen sind sowas wie ihr Erkennungszeichen. Die verkaufen sie nur an ihresgleichen. Da kommst du als Fremder gar nicht ran. Ist klar. Ich denke, ich habe genug übers alte Lager gehört. Also, mir gefällt's hier. Was sind die Vorteile des alten Lagers? Was spricht für das neue Lager? Ja, genau. Wenn du kein Problem damit hast, wegen einem Stück Brot die Kehle durchgeschnitten zu kriegen, bist du da richtig. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Aber es geht anders zu als hier. Hier sorgt Gomez dafür, dass alles halbwegs ruhig bleibt. Im neuen Lager gibt es kein Gesetz. Die einzigen, die mächtig genug wären, den Laden zu schmeißen, sind die Wassermagier. Und die forschen den ganzen Tag an der Barriere herum. Mhm. Warum sollte ich mich der Sekte anschließen? Tja, das fragst du am besten einen, der von dort kommt. Es sind immer einige Novizen im Lager, die können dir sicher eine Menge über die Sekte erzählen. Ich war selbst nie da. Aber nach allem, was man hört, sollen sie sehr großzügig sein. Keines der drei Lager scheint so dringend neue Leute zu brauchen wie das der Sekte. Mhm. Welche von den Hütten kann ich für mich nehmen? Die Hütte da oben, mit dem kleinen Vordach, ist frei. Okay. Aber ich sag's dir vorher, du wirst die Hütte nur so lange nehmen, wie du neu hier bist. Oder dem alten Lager angehörst. Ein Sektenspinner oder Bandit aus dem neuen Lager werden dich die Gardisten aus den Hütten prügeln. Aha. Okay, danke. Dann ist das hier quasi unser Zuhause. Das hier.
Schaut schön aus. Ich glaube nicht, dass das uns gehört, oder? Ich speichere mal. Ich möchte keinen Ärger haben. Also sterben. Dann nehme ich mal das Brot mit. Und den Becher. Und die Truhe. Schau mal, was drin ist. Nix. Okay, dann ist das tatsächlich unser Ding. Schön. Das mit dem Kamin ist toll. Sehr gut, wir haben ein Bettchen. Das ist hervorragend. Fleischschwanz-Ragout. Da legt sich jetzt keiner auf. Ich habe es jetzt einfach mitgenommen. Kommt jemand? Dann bin ich mal so frei. Jawohl, mit auf Anhieb richtig. 10 Erzbrocken. Käse. Ein Krug. Ein Trank. Fleisch. Und Bier. Wenn keiner zuschaut, gehört's mir. Eine Schüssel. Ich weiß nicht. Ich habe nicht gesehen, wer es genommen hat. Ehrlich, ich schwöre. Ich schwöre. Kann nichts machen, hab niemanden gesehen. So, Schatten. Schatten, Schatten. Butler. Hier ist auch ein Durchgang. Gut, dann würde ich sagen, Snuff. Her von und zu Snuff. Kessel. Hey du. Ich hab, was du brauchst. Hier, bitteschön. Ich hab die Sachen, die du von mir wolltest. Gut, ich brauch sie nur noch dazu zu geben, dann ist der Eintopf fertig. Warte. Das rührt ein bisschen. Hey du. Bist du schon fertig? Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Und das stimmt auch. Hier, nimm 3 Portionen. Vielen Dank. Kannst du mir was beibringen? Wegen Kochen und so. Tatsächlich, das geht? Ich werde dir mein Rezept zur Zubereitung von meinem Fleischschwanzen-Ragout beibringen. Echt wahr? Immerhin hast du mir die Zutaten dafür gebracht. Fleischschwanzen-Ragout kostet 1 Lernpunkt. Oh, wie cool. Werde ich mir aber auch noch aufsparen. Das heißt, man kann jetzt auch schon kochen? Das ist ja nice. Das gefällt mir. Sehr gut, sehr gut. Hallo, hallo. Sind alles Butler hier? Super. Da haben wir noch ein Schattilein. Scavenger am Spieß, noch ein Butler, noch einer, der kochen tut hier. Ah, von diesem Sky, oder wie der heißt. Der ist irgendwie nicht da. Lass uns lieber über was. Gardist, Gardist und so weiter und so fort. Okay. Gut. Hey, ja? Du! Ja? Du bist doch der Typ, der hier im Lager aufgenommen werden will. Und wenn es so wäre? Ich könnte dir dabei helfen. Und wie? Draußen vorm Lager sitzen 2 Typen rum, von denen einer die Erzbarone bestohlen hat. Es ist ein wertvolles Amulett, das mit dem letzten Konvoi gekommen sein sollte. Einer von ihnen müsste das Amulett noch haben. Wenn wir beide auf sie draufgehen, schaffen wir sie. Alleine kann ich's nicht machen. Was sagst du? Ich bin dabei. Was passiert, wenn wir das Amulett haben? Kein Interesse. Ich such dir einen anderen. Na, was passiert, wenn wir das Amulett haben? Was passiert, wenn wir das Amulett haben? Ganz einfach. Ich geb's zurück und kassiere die Belohnung. Dabei sage ich, dass du mir geholfen hast. Damit hast du bei Gomez einen Stein im Brett. Okay. Wir machen halbe-halbe oder du kannst dich alleine mit den Typen anlegen. Ja. Nein? Ja? Ja. Nein, wir machen halbe-halbe. Oder du kannst dich alleine mit dem Typen anlegen. Okay, okay. Halbe-halbe. Wird schon genug dabei rausspringen. Also, bist du dabei? Klar.
Ich bin dabei. Gut. Sag Bescheid, sobald wir losgehen können. Noch nicht, weil ich habe noch keine Butlerhose. Ich weiß genau, was da passiert. Wir fingen aufs Maul. Weil wir schlimm waren. Diego Boy. Hey du. Ich habe mit Torus geredet. Und, was sagt er? Er will mich im Lager aufnehmen, wenn du denkst, dass ich gut genug bin. Sieht so aus, als hätte ich einen neuen Job. Fangen wir direkt an? Vorher solltest du ein paar Sachen wissen. Was muss ich wissen, um im alten Lager aufgenommen zu werden? Wenn du aufgenommen werden willst, musst du Pluspunkte sammeln. Es gibt einige einflussreiche Leute hier im Außenring. Die meisten davon sind Schatten. Wenn du es schaffst, sie zu beeindrucken, bringt dir das Pluspunkte ein. Dann musst du eine Prüfung des Vertrauens ablegen. Außerdem gibt es für einen Neuen wie dich jede Menge neuer Talente zu lernen. Je mehr du lernst, desto wertvoller bist du für uns. Okay. Wo finde ich die wichtigen Leute? Nun, einer steht hier direkt vor dir. Dann wäre da noch Torus. Den kennst du ja schon. Was die anderen betrifft, das wirst du selbst rausfinden müssen. Wenn du dazu nicht in der Lage bist, hast du hier im Lager sowieso nichts verloren. Geh einfach durch den Außenring und rede mit den Leuten. Du findest dann schon raus, an wen du dich halten musst. Okay, bei wem kann ich was lernen? Für den Anfang solltest du dich an Fingers halten. Er ist der geschickteste von uns. Wenn du die Augen aufhältst, wirst du noch andere Leute finden, die dir etwas beibringen können. Wo finde ich diesen Fingers? Seine Hütte liegt etwas zurück, direkt an der Burgmauer, wenn du von hier zur Arena gehst. Wenn du vom Burgtor stehst, geh links runter. Da geht's Richtung Arena. Okay. Was ist die Prüfung des Vertrauens? Du sollst für mich zur alten Mine gehen. Dort triffst du einen Kerl namens Ian. Mhm. Er wird dir eine Liste geben. Okay. Diese Liste ist wichtig. Da steht drauf, was die Jungs in der Mine von uns brauchen. Das schicken wir ihnen dann mit dem nächsten Konvoi. Kein Problem. Oh doch, das ist ein Problem. Das neue Lager darf auf keinen Fall die Liste in die Finger bekommen. Wie ich schon sagte, die Liste ist wichtig. Wenn du die Sache gut machst, bringt dich das einen großen Schritt weiter. Sehr gut. Wenn die Liste so wichtig ist, wieso sollte Ian sie mir dann geben? Wenn die Liste so wichtig ist, wieso sollte Ian sie dann ausgerechnet mir geben? Weil du ihm sagst, Diego schickt dich. Werd's ihm ausrichten. Wo finde ich die alte Mine? Geh zu Graham. Er zeichnet Karten. Sag ihm, du kommst von mir. Er soll dir eine Karte geben. Auf der wirst du die Mine finden. Er wohnt drüben, links, neben dem Nordtor. Alles klar. Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Okay. Geschick für Bogen, Stärke für Schwert. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Ja. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Ja. Und? Skelti hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Mhm. Und er war sehr gespannt, ob du Karim herausfordern wirst. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal. Er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Zu Fingers habe ich dich ja schon geschickt. Du solltest ruhig etwas von ihm lernen. Mit Dexter muss ich noch ein ernstes Wörtchen reden. Er benutzt dich für seine eigenen Geschäfte. Aber es gibt keine Regeln für die Probe. Wenn du das schaffst, bist du einen großen Schritt weiter. Okay. Bei der Mordrak-Sache hast du einen ganz schönen Brocken als Auftrag angenommen. Er ist kein schlechter Kämpfer. Du solltest einigermaßen trainiert sein, wenn du ihn schaffen willst. Halt dich ran. Es gibt noch viel zu tun, wenn du es hier im Lager zu was bringen willst. Okay. Na dann. Ciao. Mach's gut. Dann würde ich mal sagen, wir werden schleichen lernen oder so, ne? Bei Fingers, wenn es möglich ist. Oh Gott, ist das jetzt Mut? Ich muss kurz speichern. Für den Fall der Fälle, dass es der ist, dann muss ich nämlich ausweichen. Den Kerl möchte ich auf keinen Fall zu nahe kommen. Nein? Was? Nein? Noch ein Stück, ne? Oh Gott. Ich bin nicht da. So. Hui. Da ist er. Servus.
gutes Wort einlegen. Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Kommt drauf an. Wenn du zeigst, dass du als Dieb was gelernt hast, könnten wir dich schon brauchen. Wie soll ich das machen? Lerne ein Diebestalent. Werde geschickter im Schleichen, im Taschendiebstahl oder im Öffnen von Schlössern. Dann werde ich dir meine Stimme geben. Das hatten wir schon, ja. Ich möchte Schatten werden. Ich will Schatten werden. Und? Kannst du mir dabei helfen? Ich suche jemanden, der mir was beibringt. Ich suche jemanden, der mir was beibringt. Wie kommst du auf mich? Diego schickt mich. Sag das doch gleich. Wenn du im Lager aufgenommen werden willst, hilft es, wenn du ein geschickter Kämpfer oder Dieb bist. Wenn die einflussreichen Schatten in diesem Lager dich auf die Probe stellen, werden sie dir Aufträge geben, bei denen du dich besser nicht erwischen lässt. Ja, klar. Deswegen ist für den Anfang der Weg des Diebes für dich vielversprechender. Okay. Wie es der Zufall so will, bin ich der beste Dieb im ganzen alten Lager. Ja, schön. Hab ich ein Glück. Was kannst du mir beibringen? Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Ich will lernen, lautlos zu bewegen, Schlösser öffnen, Taschendiebstahl lautlos bewegen zuerst. Ich will lernen, mich lautlos zu bewegen. Ich glaube, ohne falsche Bescheidenheit, ich bin einer der besten Diebe, die sich in die Kolonie geworfen haben. Aber wenn es darum geht, zu lernen, wie man sich leise bewegt, ist Cavallon der bessere Mann für dich. Aha. Dann lassen wir das mal. Dann müssen wir noch, wo finde ich ihn? Wo finde ich Cavallon? Er jagt in der Wildnis. Du findest ihn auf dem Weg zum neuen Lager. Westlich des alten Lagers beginnt eine breite Schlucht. In dieser Schlucht steht eine alte Holzfällerhütte. Dort findest du ihn. Ja. Das werden wir aber nur dann schaffen, wenn wir mit Mordrak gehen. Ja. Okay, jetzt muss ich überlegen. Wir haben jetzt viel Auswahl. Sollen wir jetzt zuerst zur alten Mine gehen? Da könnten wir noch ein paar Viecher klatschen. Wie viel? Ich habe kein Geld, ne? 36 ist halt echt zu wenig. Ich könnte... Ich höre nicht mehr auf das Gewasser. Das alte Schwert noch verkaufen. Zwei Knüppel könnte ich noch verkaufen. Einen Becher. Krug und Schüssel. Dann könnte ich mir zumindest das bessere Schwert kaufen. Es wäre schon mal was geholfen. Ja. Dann wäre es wahrscheinlich gut, wenn wir schon mal uns in die Lager aufmachen, schön langsam. Aber jetzt fürs Erste. Lass uns lieber was sagen. Fürs Erste könnte ich noch versuchen, Bladwins Schwert zu finden. Ich soll mich hier ein bisschen umhören. Chakar. Hey du. Hallo. Ah, ein neues Gesicht? Ja. Was willst du? Ich will dir meine Hilfe anbieten. Du bist neu hier und Neue bekommen schnell Ärger. Mit einer kleinen Spende an mich könntest du dir einiges davon ersparen. Ach, nur 10 Erzmann, das ist nicht viel. Ja, ja. Und was bekomme ich dafür? Und was bekomme ich dafür? Solange du in meinem Viertel bist, passe ich auf dich auf. Viertel nehme ich. Wenn du mal Ärger mit Typen aus dem neuen Lager haben solltest oder mit einem der Sektenspinner, die dir die Backe vollquatschen, kannst du auf mich zählen. Wenn du dich mit einem Buddler anlegst, helfen wir dem, der gezahlt hat. So einfach ist das. Und wenn beide gezahlt haben? Dann sehen wir uns die Show an. Aber oft kommt das nicht vor. Nein, danke. Und wenn ich nicht zahle? Hey Mann, mach dir keinen Stress. Du bist neu hier. Sieh dich mal ein bisschen um. Sammel erstmal etwas Erz und wenn du bereit bist zu zahlen, dann zahlst du. Du kannst es jederzeit nachholen. Nur bitte rechne nicht mit meiner Hilfe, solange du nicht einen kleinen Beitrag zu meinen Unkosten geleistet hast.
das verstehst du doch. Ja, ja. Nämlich Viertel, ne? Wir sehen uns später. Viertel, das heißt, wir müssten 4 Gardisten bezahlen. Es wären immer mindestens 40 Erz dann. Ich habe ja keinen Geldscheißer, ehrlich. Ja. Lass mich vorbei! Ja, kannst du schon marschieren, du nicht so blöd. So, ich speichere das jetzt hier wieder mal. So. Hey du. Mordrag, du hast nicht zufällig ein Schwert gestohlen. Für uns beide, lass uns um ein Lager gehen, zeig mir die Ware. Nein, danke. Wo könnte das sein? Oh, da sitzt jemand drin. Hallo. Wer bist denn du? Ein Butler. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Hier beschwert sich keiner, ne? Hier wäre eine Truhe. Ich probiere es mal. Oh. Oh Mist. Nochmal. Muss ich mal ein bisschen probieren. Ich habe nur einen Tietrichterweil, den muss ich sparen. Huch. Stehe ich da, Entschuldigung. Aha. Jackal kommt vorbei. Da muss ich jetzt warten. Nicht besonders schlau. Geh nur. Und nochmal. Ich hoffe, ich mache jetzt richtig. Ah, warte. Ich werde trotzdem noch speichern. Wenn ich es versemmel, kann ich gleich von hier starten. Nämlich ist besser. So. So. Schüssel, Bier, Schinken, Fleisch und 18 Erzbrocken. Das ist super. Sehr gut. Das ist sehr gut. Dann können wir nochmal speichern. Ja, ich muss so an Geld kommen. Ich habe keine andere Möglichkeit. Ich muss auch schauen, dass ich gleich 500 Münzen zusammenkriege. So, da ist uns nichts, nur die Truhe. Ah, es ist ja kaputt. Was? Ich war es nicht. So, schnell laden, laden. Seine Haut will ich trotzdem nicht stecken. Flossen weg! Oh. Flossen weg. Ja, dass das Ärger gibt. Okay, das wollte ich nicht machen. Flossen weg. Ja, Entschuldigung, laden. Ich wollte es nur ausprobieren. Ich glaube, da oben steht ein. Steht da oben ein Gardist oder so? Wer hat mich denn gesehen? Man darf auch nicht alles glauben. Keine Ahnung, wer uns hier jetzt gesehen hat. Ah, das ist natürlich nicht fein. Hey du. Hallo Fisk. Rüstung für mich. Da. Weißt du etwas über ein gestohlenes Schwert von Huno? Ich weiß nichts von einem Schwert. Zumindest kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Aha. Was würde deine Erinnerung denn auf die Sprünge helfen? Sag du es mir. Was hältst du von 100 Erz, 50 Erz? Solange ich habe ich überhaupt so viel? 50 Erz? Nein, ich habe nichts von einem Schwert mitbekommen. Super, also 100. 100 Erz? Ich fürchte, du hast jetzt nicht genug Erz. Komm wieder, wenn du genügend Erz hast. Genügend Erz hast. Servus. Vielleicht später. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Das ist natürlich nicht schön. Dietrich, Becher kann ich mal geben. Hoppala. 3 Becher. Fackel, Morred Fett Crew kann ich hergeben, Schüssel kann ich hergeben. Die Fackel gebe ich 3 her. Habe ich eh eine, das ist hier genug. Brief an die Magier. Ja, jetzt ist hier ein bisschen ein Bug, scheinbar grafisch.
Ich hätte zuerst wahrscheinlich ausschalten sollen, vielleicht das Ganze. Naja, was soll's. Eine Waffe, Spitzhacke, Knüppel. Könnte ich zwei hergeben. Die Spitzhacke behalte ich noch. Das sind gerade mal 20 Erz. Heul. Wie viel ist denn der Dietrich wert? Oh Gott. Wie viel kostet der Dietrich? 10 einer? Naja, was soll's. Den nehme ich mal mit, bevor mir einer kaputt geht. Ciao. Das wäre gut zu wissen. Ich speichere mal. Ob wir hier so einbrechen können. Oh, der Part ist zu Ende. Das machen wir erst im nächsten. Ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.